Hallo und herzlich willkommen bei Cookinator TV. Heute geht es um Kettenhalsbänder und Kettenleinen. Da Cookie gerade so schön schläft, habe ich mir hier diesen Modellhund vorbereitet, wo ich das Ganze dann zeigen werde. Wir fangen an mit den Kettenhalsbändern. Ja, es gibt die Art von Kettenhalsbändern, da wo ich nichts dagegen habe. Ich zeige euch das jetzt schnell. Es passt nicht so ganz von der Größe, aber wird schon gehen. Also, einfach die Kette um den Hals legen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Und wenn man dann hier anzieht, an der Leine, dann passiert nichts. Also es zieht sich nichts zusammen und so. Die Art, die finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also ich habe nichts dagegen geguckt. Ich hatte jetzt kein Kettenhalsband. Und ich werde, glaube ich, auch keins kaufen. Das ist günstig, das wird nicht dreckig und da gibt es auch breitere, die dann hier nicht so in den Hals reingehen und ja, da gibt es verschiedene Modelle. Und jetzt kommen wir zu den Halsbändern, da wo ich überhaupt nichts davon halte. Da muss ich euch dann auch noch gleich eine kleine Geschichte erzählen. Das ist jetzt das zweite Halsband und zwar wird es auch so in den Hals gelegt. Und wenn du dann anzieht, dann zieht es sich zusammen. Und zwar ganz, da ist kein Stopp eingebaut, sondern das zieht sich ganz zusammen. Ein Stopp, ich zeige euch da jetzt mal ein Beispiel, das ist ja kein Kettenhalsband, das ist jetzt ein Zugstopphalsband. Wenn man mit dem hier, ich muss das kurz mal gucken, anzieht hier, ist hier ein Stopp. Das heißt, dass dem Hund da nichts in den Hals reingedrückt wird, sondern nur bis hierher gestoppt wird. Und bei diesen Halsbändern, da muss ich euch jetzt was erzählen. Das ist ein Unfall gewesen. Wir waren an der Hundeschule am Wochenende und da hatten wir so eine Leine. Da wo der Haken so reingeht, wenn man hier drauf drückt, dass das dann reingeht. Da war ein anderer Hund, der hatte so ein Kettenhalsband, das sich ganz zusammenzieht. Der hat dann eine Cookie geschnuppert und haben sie sich halt eingedreht. Hatten beide noch die Leine an, das war auch der Fehler. Dann hat sich von uns, weil der Haken hier am Halsband von Cookie eingehängt, hat sich das aber noch von dem anderen Hund im Kettenhalsband eingehängt. Da sind beide Hunde zusammengehangen und haben sie halt das versucht auseinanderzuziehen. Weil das ist klar, dann bekommen die Panik. Und der andere Hund, da hat sich dann sein Halsband immer mehr zusammengezogen und der hätte fast keine Luft mehr bekommen. Und der Besitzer von dem Hund, der hat dann auch sofort ein anderes gekauft. Also ich hatte da gar nichts davon, von denen, die sich zusammenziehen. Ich finde die wirklich scheiße. So, und jetzt geht es noch um Kettenleinen. Die finde ich eigentlich richtig gut. Also ich habe mir jetzt hier selber eine gebaut. Ich zeige die mal kurz, habt ihr gerade vielleicht schon gesehen. Hat die von Anyone so eine Leine. Und der Cookie abgebissen und deshalb habe ich dann einfach hier diese Kette vom Baumarkt für glaube ich 2 oder 3 Euro gekauft. Habe sie hier vorne angenäht, habe das hier abgeschnitten und hier vorne noch einen starken Karabiner, der kostet so um die 10 Euro oder 20 Euro. Dann hat man da auch eine Kettenleine. Was ich daran gut finde ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Welpen hat, das gibt es öfters. Weil hier Cookie hat als Welpe die Leine hier durchgebissen. Dann hakt man einfach das hier am Halsband des Welpen ein. Und wenn man ihn dann mal kurz zum Einkaufen oder so wohin hängen muss, dann kann er hier die Kette nicht durchbeißen. Oder auch beim Spazierengehen, wenn er da gerne reinbeißt. Und das finde ich halt da gut dran. Und sie tun dem Hund halt auch nicht weh. So, und dann tschüss, bis zum nächsten Video.